Handballfreunde, SCM-Fans, Menschen mit grünen, rot schlagenden Herzen. Wir sind in den Katakomben der GTEC Arena und neben mir eine weitere neue Verpflichtung, von der Sie schon wissen, aber die zum ersten Mal hier in unserer schönen Stadt ist. Und zwar ist das Gleb Kalarasch. Und pass auf, wir machen jetzt ein Spiel, Gleb. Ich sage was und du übersetzt es, ja? Laskavo Prosimov Magdeburg hier. Danke, danke. Heißt herzlich willkommen in Magdeburg. Ja, herzlich willkommen in Magdeburg. Also wir haben es hier mit einem Spieler zu tun, der in St. Petersburg gespielt hat, mit Zaporozhye jetzt noch Meister und Pokalsieger geworden ist, in der Champions League, ich glaube, 35 Tore geschmissen hat und jetzt bei uns den Kreis verstärken wird. Heute wirklich das erste Mal in Magdeburg? Ja, das ist mein neuer Heimatstadt. Heimatstadt. Und das ist gut Stadt, das ist viel schön Stadt. Hast du dir schon etwas angeschaut? Nein, ich nicht, noch nicht schön, aber zwei. Elbe gesehen. Er hat die Elbe gesehen. Weißt du, was richtig lustig ist, lieber Handballfan in Magdeburg? Also der Papa ist ja, der heißt Vlad, der ist auch, komm doch jetzt einfach ins Bild, Vlad. Komm einfach mit ins Bild, ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Er hat in Deutschland auch gespielt, zusammen mit Thomas Svensson. Die Hardcore-Fans unter Ihnen, die wissen das auch. Und er übersetzt halt hin und wieder ein kleines bisschen. Hallo Vlad. Hallo. Das lustig ist, ihr seht euch wirklich ein bisschen ähnlich. Ja, vielleicht. der bessere Handballspieler ist wer von euch beiden? Der bessere Handballspieler? Ich. Wer ist der bessere Handballspieler von euch beiden? Bester Handballspieler. Der bessere? Er oder du? Ich. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen, wie das abgeht in so einem russischen Vater-Sohn-Konflikt. Dann an der Stelle, die Saison ist jetzt zu Ende. Ich glaube, du spielst nochmal Nationalmannschaft, Qualifikationsspiele. Wann wirst du das erste Mal dann wirklich richtig in Magdeburg dich umgucken können? Er kommt da um... Übersetzen, das kann er dann. Ah, когда ты приедешь сюда? Und 10. Juli. Ich komme hier. Wie funktioniert das, dass du jetzt auf jeden Fall schon so ein bisschen Deutsch sprichst? Ist das aus der Schule oder hat er damit angefangen, seitdem der Vertrag feststeht? Ich lerne Deutsch ein bisschen 2 oder 3 Monate in Schule. Ich hatte da in Deutschland gespielt. Ich hatte 5 Jahre in Deutschland gespielt. Und natürlich, er war da in Schule und hat ganz gut Deutsch gesprochen hat. Jetzt quasi, das kann ich vergessen. Ich kann es verstehen, aber ich nicht gesagt. Okay, das heißt, du kannst wirklich alles verstehen, was ich sage? Ja, ja, ja. Das ist toll, endlich mal ein Spieler, der sagt, rede nicht so schnell. Ich bin schon jetzt ein großer Fan von dir. Die Ziele für den SC Magdeburg, für dich? Sofort Stammspieler werden, was hast du dir für Ziele so gesetzt? Твоя задача, was du хочешь в Магдебурге? Сразу быть основным игроком? Ich weiß es nicht, dann спросите у тренера. Also das Trainer entscheidet. Also man merkt das schon, er ist komplett in der Politikersprache, der Sportler drin und antwortet auf jeden Fall sehr, sehr diplomatisch. Du bist 2,5 Meter groß. Ja. Wir können das mal kurz beweisen. Steh mal mit auf. Also ich bin 2 Meter, das sind 5 Zentimeter, ganz klar. Ja, ist auf jeden Fall. Aber für so einen Kreisspieler sind ja meistens sehr, sehr bullige. Du siehst so ein bisschen filigran aus. Wie ist denn so deine Spielweise am Kreis? Не смотрите, что я худой. Sehen Sie, dass ich bin nicht dünn, ich bin stark. Das habe ich auch in der Schule gelernt. Man soll im Russen immer erstmal auf seine Muskeln ansprechen, hat man gleich auf, hat man auf jeden Fall gleich eine Menge Gesprächsbedarf. Am Ende ändert man in einem Bad von Wodka und mit einem Armdrückwettbewerb. Ist das? Ну, говорит, я говорю, тоже русский всегда говорю, посмотрите же на мои мускулы. Не, ну а что, посмотрите на мои мускулы. Was? Auf jeden Fall. Ja. Ich bin stark. Ich bin Russen. Ich mag die russische Seele ja so. Also ihr seid immer so ein bisschen melancholisch. Die Lieder, die russischen Lieder sind irgendwie wahnsinnig tiefgehend und so weiter. Singst du auch gern? Ja.
Sag ja. Nee. Ja, 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 sag ja. Ja? Zum Beispiel, Bus wiek da, budiet sonse, Bus wiek da, budiet Mama. Das werden wir in nächster Zeit auf jeden Fall öfter auch mal ein paar russische Lieder hören in der Kabine. Du послушаешь, что песни будут русские? Ja, 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 будут, natürlich, natürlich. Ja. Aber hauptsächlich dann irgendwelche Siegerlieder oder sowas. Wie sieht's, ich krieg übrigens, Achtung, großer Moment, ta-ta-ta-ta, ich krieg in diesem Moment dein Trikot auch noch zugeschmissen. Du kannst es jetzt auf jeden Fall mal in die Kamera halten. Ich glaube, willst du es gleich anziehen? Großartig. Das unterscheidet ihn natürlich. Manche Sportler hätten nach dem Muskeldialog erstmal das andere ausgezogen, um zu zeigen, was los ist. Aber so sieht es doch groß aus. Und alle 3000 Leute im Hintergrund können erstmal applaudieren. Da ist es, ja, hat nicht so richtig funktioniert. Wie sieht's aus? Hast du dich schon nach Wohnungen umgeschaut oder so? Noch nicht. Es würde ja eigentlich gut funktionieren. 2,10 Meter. Finn Lemke hat jetzt eine Wohnung hier hinterlassen. Könntest du ja einen... Lemke 2,10 und Quartier Rostal. Nein. Ja, ich will meine. Du willst seine eigene Wohnung haben. Ja. Und hast du dich überhaupt mit der Magdeburger Saison beschäftigt? Was denkst du über den Trainer? Kennst du schon ein paar Spieler? Смотрел ты, как играет Магдебург, разговаривал с тренером, что ты знаешь, может, игроков каких-то? Ja, ich sehe ihn. Ich habe gesehen. Fernsehen? Spiel in Magdeburg und ich. Я знаю, как. Ich kenne Leute aus Sullivan, Lemke, Musa und Green, Nationalmannschaftsspieler. Okay, also man merkt, er hat sich mit dem Magdeburger Handball dann auch schon beschäftigt. Und ich glaube ja, Leute, nachdem wir jetzt hier wirklich diese wunderbare Sprachmischung aus Deutsch, meinem absoluten Rumpfrussisch, und der Übersetzung des Vaters hinbekommen haben. Man hat gemerkt, da haben wir auf jeden Fall einen kernigen Typen am Start, der fit ist. Er ist der bessere Handballspieler, sagt er. Der Vater sagt, er ist der bessere Handballspieler. Das heißt, die pushen sich gegenseitig beim Frühstück auch nach vorn. Kommt eigentlich die ganze Familie mit? Ja. Das heißt, wir suchen keine Wohnung für diesen Spieler, für Gleb, sondern wir suchen ein Haus, ein Schloss. Auch okay. Wir bauen ein Haus. Er hat einen kleinen Spaß gemacht noch. Und da du ja in Saboroschi gespielt hast, ist das nicht die Stadt, wo eines der hässlichsten Autos, die jemals in Russland hergestellt worden, gebaut wird, der Saborosch? Kennt ihr den überhaupt noch? Ich glaube, Zaporozhets, das war nicht von Zaporozhye. Ah, okay, das ist nur der Name gleich. Nur der Name, das ist nicht von Zaporozhye. Ich glaube, das ist von Dnipropetrovsk, keine Ahnung. Ah, okay, Dnipropetrovsk macht Zaporozhye, das ist ja, total logisch. Aber 70 Kilometer neben von Zaporozhye. Okay, ich wollte nämlich noch den tollen Witz machen, weil viele Handballfans in Magdeburg kennen ja noch die guten alten Zeiten und der Zaporozhye war halt ein Auto, wo der Motor hinten war und eine schlechte Lüftung hatte der und damit überhaupt die Räder vorne den Boden berührt haben, musste man einen Zementsack vorne reinlegen. Ja, klar. Bist du autonah, Autofan? Ja, Autofan, ja. Da muss man also auch gucken, dass du hier ein schönes Auto kriegst in Magdeburg, wo du auch reinpasst. So ein kleiner Polo oder so. Große Car. Er braucht also ein großes Auto auch noch. In Ordnung, aber man muss ja nur reinpassen. Ansonsten wünschen wir viel Glück. Herzlich willkommen in Magdeburg. Großartig, dass das Trikot so gut passt. Wir freuen uns auf viel, viel Spaß mit dir. Du bist ein sehr lustiger Vogel. Das finde ich toll. Eine Bereicherung auf jeden Fall. Und jetzt unten in die Kommentarleiste Begrüßungsfloskeln und vielleicht auch die ein oder andere Frage noch. SCM Internetteam beantwortet natürlich toll. Dankeschön, schön, dass du da bist.